Nvidia hat vor ein paar Wochen ihre neue Grafikkartenkollektion vorgestellt und dabei noch ein wichtiges weiteres Announcement gemacht. Und zwar haben sie angekündigt, dass sowohl Raytracing als auch DLSS in das Game kommen. Das ist nun geschehen und einige wissen natürlich, hey, das ist alles nur für Nvidia, natürlich. Aber wir wollen heute herausfinden, ob das Ganze auch für AMD funktioniert. Also, Leute, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Oh God, it's so good. So Leute, ich befinde mich jetzt in einer Runde von Fortnite. Wir sind im Kampflabor und ich habe Raytracing schon aktiviert. Wir schauen das hier mal kurz an. Aktiviert, schauen Sie an. Ich mache hier auch nochmal das hier auf globale Beleuchtung, mache ich auch nochmal auf hoch. Und man sieht schon die Spitzhacke. Das sieht interessant aus, aber Leute, ich drehe mich jetzt um. Also hier so an sich merke ich jetzt nichts. Außer Blätter. Das sieht schon gut aus, die bewegen sich auch schön. Ich habe meine Settings halt alles auf niedrig gemacht, deswegen wundert mich das gerade ein bisschen. Aber Leute, hinter mir sind Fensterscheiben. Und ich schaue mal an. Reflexionen sind auf jeden Fall auch an. Und... Bruh. Ja, ich kann da gerne nochmal eben alle Settings auf episch machen. Nö. Also, irgendwie... Da jetzt nichts. Ich sehe mich jetzt immerhin wenigstens, aber ja. Mehr ist da auch nicht. Und ja, ansonsten, was es bei Nvidia gibt, was es hier nicht gibt für AMD-Grafikkarten, ist, ungefähr hier sollten DLSS-Optionen sein. Die sind hier nicht vorhanden, obviously. Das bedeutet, dass es also nicht funktioniert für AMD-Grafikkarten. Was allerdings trotzdem extremst interessant ist das Bild, was sich hier reflektiert. Und zwar ist das nicht mein Hintergrund hier, weil da sind ziemlich viele Häuser. Und hier ist einfach... Was ist das? Ne? Da ist Baum, Berg, und hier ist Steine, und das erinnert ein bisschen an einen Teil aus der alten Map. Das ist jetzt nämlich auch interessant. Und zwar ist genau das, was wir jetzt hier gerade sehen, auch auf den Teleskopen zu sehen, die überall auf der Map verteilt sind. Da sieht man dieses Bild auch in den Teleskopen. Und das, immerhin das haben wir rausgefunden. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, Leute. Ansonsten war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Ciao.